Die raue Wellen sind mein Ring, aus trübe See, wo ich ging. Wie ich dann heiße, Wellenbrecher. Wer bricht die Wellen? Wellenbrecher. Die Ainar-Region möchte weiter forschen. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarze Edition 2. Na, was haben wir denn hier für ein Häuschen? Lass uns gleich mal reingehen. Ja, gleich mal zum Start der Folge ein kleiner Hänger. So soll es wohl sein. Hey, warte mal. Täuscht du mich oder sieht dein Pokémon-Team müde und abgeschlafft aus? Komm, du kannst ihm jederzeit hier ein Päuschen gönnen. Hey, cool. Danke, das ist echt lieb von dir. Ich muss schon sagen, dein Pokémon-Team strotzt ja förmlich vor Energie. Ich erzähl dir jetzt mal was. Also spinn die Lusche auf, Mann. Zwischen den Steinfelsen der Gegend haben sich Pokémon verborgen. Das glaubst du denn nicht, Mann. Und sie verstecken nicht nur sich selbst inzwischen den Felsen, sondern drüber hinaus auf wertvolle Items bei sich. Also, wenn du etwas richtig Wertvolles findest, bring es bitte direkt zu mir. Ich werde dir dafür auch mehr zahlen als jeder andere. Und, hast du was Wertvolles für mich? Ich stelle dein Boy, ist nichts Besonderes, das macht aber nichts. Bring einfach nächstes Mal etwas mit. Okay, komischer Ghetto-Typ. Also wie man sehen kann, sind wir gerade noch auf unserer großen Reise durch die Nahregion auf einer sehr unbekannten Route. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, gerne auch weiterhin einsetzen. Jupp, das möchte ich auch. Spritzprinz, wir brauchen dich. Wartmurai. Was gibt's denn hier Schönes? Okay. Zink. Zink und ein Trainer. Ja, ein Kampf gegen einen Ruf, einen Trainingspartner? Will ich, darf ich mir auf keinen Fall gehen lassen. Ja, komm her. Komm her. Du Ekel. Du ekelst mich an. Ich bin Kampftrainer Katsuro. Meine Freundin nenne ich auch Hariyama. Hariyama? Nein, nicht du, Hariyama. Meine Freunde und ich. Okay. Was hast du denn so auf Lager? Ich habe einen Playboy. Was ist das für ein ekelhaftes Deck? Naja, soll mir ja egal sein. Komm, ich mach dich jetzt platt. Laubklinge auf diese Handschuhe. Du meinst, das sind Handschuhe? Nein, das sind die Hände von meinem Hariyama. Hariyama, Hariyama, nein! Hariyama! Tja, sehr gut gemacht, Playboy. Okay, okay, nicht schlecht. Alright, okay. Ich hab noch mehr. Ich hab wirklich noch mehr. Wirst schon sehen. Komm, Play, zurück, Playboy. Los, du bist dran, Huraya. Ja! Los, Giotesto! 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 Giotesto, pass auf! Es kann irgendwas Komisches. Was? Springen die in die Luft? Was? Ha, Giotesto, pass auf! Kaskolos, nein! Was? Ausdauer, schnell! Giotesto! Haha, sehr gut! Pass auf! Giotesto! Na, na warte! Was soll das? Was? Paralysiert? Das kann doch nicht sein! Na super! Schnell Ableithieb, Huaya! Zack in das Gesicht! Perfekt! Capoeira! Na hallo! Schön dich zu sehen! Capoeira! Capoeira! Im Anime hat es immer so geschrieben. Capoeira! 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 Sprungfeder, schnell! Capoeira! Ich drehe mich mal um und schaue mir das jetzt auf den Kopf an. Capoeira auf dem Kopf sieht schon witzig aus. Aber irgendwie nicht ganz sicher. Was? Was ist jetzt los? Nicht getroffen oder was? Capoeira! Spring in die Luft, Huaya! Ja! Okay, Capoeira, schnell Scanner! Capoeira!
Capoeira! Toll! So wird das nie was. Jetzt geht's erstmal eins auf die Faust. Ins Gesicht meine ich. Ey, Kindergarten oder was? Da muss ich andere Seiten aufziehen. Da brauchst du einen Turmkick, damit Capoeira umfällt. Turmkick, Hua, ja. Capoeira! Ah, langsam reicht's mir. Turmkick. Capoeira! 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 Tschüss, Capoeira. Zu Trainingszwecken eignen sich Kämpfe gegen andere Trainer einfach am besten. Okay, tschüss. Was gibt's hier Schönes? Wasser. Und ein Stein. Und ein Trainer. Und ein Pokéball. Zwei Gestalten stehen sich gegenüber. Du und ich. Was bist du denn für ein komischer Typ? Einsam und allein. Meine Freundin nämlich Leonard. Aber in Wirklichkeit bin ich der Meister des Sandsturms, Lustdespoter. Auf Level 70. Playboy. Du weißt, was zu tun ist, oder? Matrifol. Despoter. Despoter, los. Pass auf. Despoter. Oh nein. Despoter, mein Zweitlieblings-Pokémon. Nein, es kann Steinkante. Nein. Despoter. Okay, wenn das so ist. Baum Hua, ja. Ja. Nicht so schnell. Despo! Oh nein, Despoter! Pitchup 66. Jemand von deinem Format besiegt bestimmt selbst die Plasma nicht so leicht. Sternenstück. So, gehen wir gleich mal Playboy heilen, aber davor noch kurz erkunden, was hier unten ist. Aufa! Ich wollte eigentlich so fahren, dass ich den nicht sehe. Ist es nicht herrlich, von einer erhöhten Stelle auf eine andere zu schauen? Bei Pokémon-Kämpfen ist es genau so. Ich bekämpfe dich nun als meine hochgelegene Werte aus. Ich zeig dir, was ich kann. Und ich kann so einiges. Pass bloß auf. Hallo erstmal, ich bin der Leberecht. Und das ist mein Hippopotas. Und genau jetzt hätte ich mein Playboy gebraucht. Dach, Dach! Sandsturm. Och, nicht dieses Sandsturm-Pokémon. Naja, gut. Erstmal einen Risikodeckel reinhauen. Ja, das passt, das reicht mir vollkommen. Weil danach nochmal Risiko tackeln, dann tausche ich Pitchlip aus und passt das. Bisschen Sand ist auch egal. Risiko tackeln und adios amigos, Hippopotas! Jo, also dies Grundstate geben. Hippopotas kommt zurück in der Pokéball. Okay. Da schauen wir mal, was wir noch so in unserem Repertoire haben. Huaya. Huaya ist immer eine gute Wahl. Los geht's, Kostelit. Zeig mal, was du kannst. Kastellit, Kastellit. Oh, ein Kastellit habe ich auch. Aber das ist bestimmt nicht so scharf wie meins. Turmkick. Das werden wir nie erfahren, weil das Kastellit jetzt weg ist. Was? Überlebt? Nicht schlecht. Gedacht hätte ich das nicht. Dann holen wir uns mal ein paar KP zurück, die wir gerade eben durch den Sandsturm verloren haben.
So. Okay, Kassel besiegt. Was kommt jetzt noch? Irgendeine böse Überraschung kommt bestimmt noch. Hypoteus. Ja, Boden-Pokémon. Huaya wird höchstwahrscheinlich jetzt flöten gehen. Außer Turkic zieht hammermäßig viel ab und ich erleide oder schaffe sogar noch einen Volltreffer zu landen. Werden wir jetzt sehen. Ah, leider nicht. Komm, Knirscher, ich bin noch Kampf. Jetzt zieht Knirscher gar nicht so viel ab. Oh, warum ist jetzt Hypoteus nicht Erdbeben ein? Doofes Pokémon. Okay, besiegt. Was ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht hätte. Yeah, geile Sache. Und 67. Lieberich besiegt. Du bist echt klasse. Man schaut ganz unglücklich zu dir auf. Okay, komm, die Frau besiege ich jetzt auch noch, bevor ich mich heilen gehe. Ich werde kurz einen Prozess mit dir machen, wie ein wildes Drache-Pokémon. Was spricht ihr denn eigentlich alle in diesem Dialekt hier? Das ist mein Bruder dahinter. Mein Bruder ist Wanderer und ich bin ein echter Veteran in mein Name ist Margot. Oh, das ist auch ein Drachen-Pokémon. Brutalander. Brutalander Despotar. Dragoran. Alles so Hammer-Pokémon. Knackrack. Da werde ich natürlich mit Pitchlip nicht so viel ausrichten können. Aber lass es uns trotzdem versuchen. Mit Risikotackle. Draco Meteor. Verdammt. Oh Gott. Das kann niemand aushalten. Draco Meteor. Okay, okay. Was ist denn der Nachteil von Draco Meteor gewesen? Muss es nochmal laden oder irgendwas gab's da? Ich glaube laden, ich bin mir aber nicht sicher. Ne, muss nicht laden. Super, gefällt mir gar nicht. Standkante überlebe ich. Ich bin ja eine schöne Wall. So ein bisschen Verbrennung. Und Matschbombe hinterher. Oh, Draco wieder. Toll. Was, überlebt habe ich das? Krass. Ich habe das überlebt. Hätte ich nicht gedacht. Ja, komm. Dann möchte ich weiter im Spiel bleiben. Trank. Weil ich will die Erfahrungspunkte mit Bock to Smog einsammeln. Weil egal was jetzt kommt, Spezialangriff sinkt stark. Angriff durch Verbrennung auch. Also ich überlebe auf jeden Fall ein, zwei Attacken. Jetzt nochmal schön Matschbombe. Und dann haben wir es auch schon. Haha, läuft doch gut. Das läuft nicht nur gut, das läuft wie am Schnürchen. So. Und damit hätten wir es jetzt auch. Perfekt. Die Würde von Brutalande ist unantastbar. Darin endet sie ohne Niederlage nichts. Das mag sein. Telekinese. Was ist denn Telekinese für ein Scheiß? So. Jetzt noch hier rein. Hey, ich habe jetzt was Cooles dabei. Okay, doch nicht. Oh, ein Stuhl steht vor uns. Ja, bitte einmal heilen. Ich danke dir. Jo, ciao. Und jetzt geht's mit dem Fahrrad weiter. Okay, hier haben wir nichts mehr.
Wow, was bist du denn für einer? Du bist aus Diamant, Perl und Platin. Walter, oder wie hieß du nochmal? Der vierte Arenaleiter ist das. Die raue Wellen sind mein Ring. Ich schreibe sehr, wo ich ging. Wie ich dann heiße, Wellenbrecher. Wer bricht die Wellen? Wellenbrecher. Welle Flut, spiel ich dich weg. Lass mich nicht an diesem Fleck. Marinus, lösch dein Feuersglut. Elektrizität tut ihm nicht gut. Doch wohlgemut, mein Lied, ich sing. Die rauen Wogen sind mein Ring. Das war mein Erkennungslied aus meiner Zeit als Arenaleiter von Weideburg und Profi-Ringkämpfer Wellenbrecher Marinus in der Sinnoh-Region. Hast du schon von mir gehört? Ja, genau. Ich bin Arenaleiter, Profi-Ringkämpfer und Sänger in einem. Ich bin Wellenbrecher Marinus aus der Weideburg-Arena. Ich verrate dir etwas über mich. Offiziell bin ich ein Profi-Ringkämpfer aus dem Ausland, aber in Wirklichkeit bin ich in Sinnoh geboren und aufgewachsen. Das ist nur eine Werbemasche. Aber das ist ein Geheimnis, klar? So, dann mache ich mich mal auf den Weg nach Marea. Marea City, echt? Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Also mich hat's gefreut. Letzter Trainerkampf für heute. Von deinem Team und deiner Teufel kann ich mir noch eine Scheibe abschneiden. Ich hab dich beobachtet, hier oben. Auf dem Plateau, auf der Brücke. Na, was hältst du von einem Dreier-Ring-Umkampf, oder wie man das auch nennen mag? Ist zwar ein bisschen spät, weil du schon Cut machen musst, aber die Zeit gönne ich mir jetzt. Haha. Okay, Playboy, bitte, Bock des Mock. Ach, wenn der Vogel vorne bleibt, habe ich ja schon mal schlechte Karten. Dann tausche ich mal lieber. Och, er tauscht auch, wenn ich das gewusst hätte. Das ist so typisch. Steinchenkantchen. Von Rebigator. Wenn Staraptor nicht wäre, dann wäre das alles kein Problem. Ich riskier's mal und setz Laubklinge ein. Ich hoffe, kein Staraptor kommt. Scheiße! Auch noch Sturzflug, na sicher. Das wird noch ein längerer Kampf. Echt super gemacht. Ach man. Sprint muss er raus. Jetzt holt er sich bestimmt dieses Relikant. 100%. Ich setze raus den Surfer ein. Doch nicht. Geil. Staraptor. Dieses blöde Vogelvieh. So, Surfer. Sehr gut. Was kommt jetzt? Es kommt irgend so ein Grusch aufs Feld. Relikant. Komm, du bist so nett und tauschst zu Ravigator, stimmt's? Ja, danke. Attacke abgewehrt, geil. Aber wenn es funktioniert hätte, dann wäre das trotzdem ein ziemlich kluger Schachzug gewesen, muss ich schon sagen. So. Pitchlet Level 67. Ja, mit dem P-Teil ist schon viel, viel besser. So, und hier setze ich mal. Wobei, das ist ja. Also, Surfer sollte jetzt nicht. Nichts abziehen, nicht effektiv sein, sondern normal, glaube ich, oder? Dadurch, dass es Stein ist. Ja, das passt dann. Die haben alle Steinkante drauf. Krass. Ja, perfekt. Oh, zum Schluss nochmal so ein harter Kampf.
Und wir sind über 20 Minuten. Also insgesamt, die Folge meine ich. Jetzt sind wir bei 20. Meine Lieben, wir machen Cut. In der nächsten Folge geht es dann natürlich wie gewohnt weiter. Selbst für ein paar Veteranen wie mich gibt es noch einiges zu lernen. Ich habe gerade Vatermann gelesen, warum auch immer. Naja, vielen Dank zu... Ach, den Pokéball holen wir uns noch. Was ist das für ein Stein? Magmastein. Okay, meine Lieben, bis zur nächsten Folge. Ich habe Team Plasma aufgelöst. Hier sind nur noch diejenigen, die sich nicht entscheiden können, was sie jetzt tun sollen. Ich möchte, dass sie selbst entscheiden, was sie mit ihrem Leben anfangen.